Na, guten Morgen, meine Freunde. Wir haben ja gestern noch hier in Leipzig abgeladen. Das ging ja ratzifatzi. Und jetzt wollen wir waschen fahren, Tarotprüfung, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Noch keinen Plan. Also dann, anschließend, wenn ich jetzt fertig bin, rufe ich die Dispo an und die werden mir dann schon sagen, was wir machen. Also auf zur Tarotprüfung und zum Autowaschen. Der Dicke muss mal wieder gebadet werden. Sind wir startklar? Pförtner verabschieden. Bei der Security. Pförtner ist es doch nicht. Heißen doch nicht mehr Pförtner. Heißen doch jetzt Security. Ach, die Sonne scheint auf den alten Flughafen. Ist das nicht ein Wetter zum Quietschen? Leute, es wird Frühling. Frühling. So, hier vorne noch einmal rechts. Hier gleich. Gleich rechts. Ostwaldstraße. So, und hier muss es irgendwo sein. Da ist es doch. Da ist es doch. So, sind wir doch schon da. So, mein Lichtel ist gebaut. Meine Tarotprüfung ist gemacht. Jetzt habe ich damit erstmal wieder 2 Jahre Ruhe. Und jetzt geht's ab nach Treuen zum Laden. Guck, da fährt noch ein Elflein vor mir her.
könnte denken, Elflein ist hier in Leipzig niedergelassen. So viele Autos wie von Elflein hier fahren. So, da fahren wir nämlich gleich über Zwickau. Bornau Zwickau. So, da war das mit dem Waschen eine Luftnummer, weil das zu lang gedauert hat, sonst hätte ich die Tachoprüfung nicht geschafft. Die Tachoprüfung dauert nämlich eine Stunde. Und das hat ja ewig gedauert an der Waschanlage. Naja. Das ist auch nicht das Problem, dann wasche ich halt irgendwann demnächst mal. Ja, wenn jetzt das Wetter so bleibt, erstmal. Ja, da muss überhaupt, wusste ich aber auch nicht, das hat er mir dann erst gesagt, das Auto muss leer sein zur Tachoprüfung. Komisch, ne? Und was ich auch komisch finde, ist, dass man da kein Prüfprotokoll kriegt. Normalerweise kriegst du überall ein Prüfprotokoll. Bloß bei der Tachoprüfung nicht. Naja, mal sehen, wie lange das jetzt in Treuen dauert. Ich komme auf jeden Fall mit der Lenkzeit noch bis hoch nach Bremen. Und mit der Schichtzeit müsste ich es auch hinkriegen. Naja, das werden wir sehen. Was ist denn hier jetzt? Das ist ja wieder eine neue Verkehrsführung hier. Ach, was haben sie denn hier jetzt gemacht? Ich schau einer, guck. Fährt man jetzt hier rüber? Ach, das wird dann später die Autobahn hier. Na, schau mal an. Hier sind sie schon fertig mit der Autobahn. Nicht schlecht. So. Jetzt habe ich hier fertig. So, jetzt fahre ich aber gleich hier hinten runter. Nicht erst auf der Autobahn. Weil ich dann gleich durch Plauen durchfahre. So, hier darf ich ja 70 fahren. Da vorne ist schon wieder ein Chaot am Werk. Der springt schon wieder von Lücke zu Lücke. Ich wünsche ihm ja, dass sie ihn am Blitzer blitzern. Ja, hier darf ich 70 fahren, weil hier ist nämlich innerorts. Und wenn innerorts eine Geschwindigkeit angezeigt ist, dann darf ich die mit dem LKW auch fahren. Klingt komisch, ist aber so.
Wenn innerorts eine Straße mit 80 angezeigt ist, dann darf ich da auch 80 fahren. Und sobald die Ortschaft aufhört, muss ich sofort wieder 60 fahren. Oder wenn hier 50 angezeigt wird, 50, ne? Ist ja klar. Schade, der weiß, dass der Blitzer da steht. So ein Mist. Warum fahren sie 40 am Blitzer vorbei? Geht's noch? Mann, übertreibt's mal nicht. Der wird euch schon nicht beißen, wenn er da 50 fährt. Ich habe einen Rundlauf, das heißt, ich kriege in Bremen dann gleich wieder das Leergut geladen für Treuen und das lade ich dann am Montag ab. Also ich würde sagen, Hemelingen ist gebongt. Das schaffen wir locker. Naja, gerade so. Also nach meiner Rechnung, jetzt sind wir 0.04 Uhr im Moment da. Vielleicht holen wir ja noch eine Minute, zwei raus. 0 Uhr müssen wir spätestens stehen. Wie sie überall stehen und schlafen. So, dann schauen wir doch mal. Der ist zu klein. Der ist auch zu klein. Hier steht ein Elflein. Der ist auch zu klein. Der ist schon weg. Der ist auch weg. Hier stehen auch schon zwei. Leute, der ist wie für mich gemacht hier. So, Freunde. Sind wir da? Haben wir es geschafft? Ach. 4,23, 8,53, super Leistung. Jetzt schaut mal, was für einen schönen Platz ich noch gefunden habe hier. Schön hier am Rand, wie sich das gehört. Und jetzt hier ist Feierabend. Ich sehe schon, ihr seht nichts mehr von mir, macht aber nichts. Ich halte mich jetzt im Dunkeln. Na, seht ihr mich? Haha, hier bin ich. Also meine Lieben, jetzt ist Schluss. Morgen früh um 10 geht's los. Ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön die Stoßstangen sauber. Und immer so eine Punktlandung, wie ich sie heute getroffen habe. Also, gutes Nächtle. Bis morgen.